Müssen wir dieses Ding wirklich behalten? Na klar, Dummbär. Was sollten wir sonst mit einem so prächtigen Burrito machen? Ihn nicht behalten? Hey, ein Kino! Lust auf einen Film? Los, los, los! Du bist dran mit Zahlen, Panda! Drei Tickets! Hallo? Können Sie mich hören? Ja. Klasse, drei Tickets bitte! Sie müssen vier Tickets lösen. Aber wir sind zu dritt. Sie müssen leider auch für dieses Ding bezahlen. Hier gibt's anscheinend ein kleines Missverständnis. Wissen Sie, das ist nur ein Burrito, der kann keine Filme ansehen. Hey, pass auf, was du sagst, Mann! Burrito wird diesen Film genießen. Vergiss, was dieser böse Panda gesagt hat, ist schon gut. Bekommen Burritos eine Ermäßigung? Na gut. Da sitzen wir draußen vorm Studio und plötzlich kommt jemand vorbei und fragt, ob wir 50 Cent haben. Also schaue ich rüber zum Burrito und... Ein schöner Tag geht ins Land. Hey, wir sind bereit zum Chillen. Hey, wir sind bereit zum Chillen. Endlich bereit zum Chillen. Es ist soweit, wir sind bereit für freie Zeit. Juhu! Abkürzung. Hey, Gris, wir sind wieder da. Wir haben dir... Oh, was ist das für ein übler Gestank? Eisbär ist richtig schlecht. Gris, das ist abstoßend. Dein Burrito stinkt fürchterlich. Wie kannst du so etwas nur sagen und das auch noch in seiner Gegenwart? Panda, ich bin entsetzt. Du bist entsetzt? Ich sollte hier entsetzt sein. Du willst keine Zeit mehr mit uns verbringen und weichst keinen Schritt von der Seite dieses Burritos. Das ist ziemlich krank, Mann. Eisbär muss zustimmen. Ihr wollt das einfach nicht verstehen. Außerdem hat dieser Burrito einen Namen. Und zwar Burrito. Du hast dich verändert, Gris. Gar nicht. Burrito ist das Beste, was mir je passiert ist. Seid... Lasst uns in Frieden. Ich glaube, es ist schlimmer, als wir dachten. Ich habe diese Website über Leute gefunden, die zu sehr an ihrem Essen hängen. Ist das nicht beängstigend? Diese Frau aus Idaho ist besessen von einer Tüte Chips. Jemand in Japan hat eine Nudelsuppe geheiratet. Und dieser Typ hat ein Glas Gewürzgurken adoptiert. Und so geht das weiter und weiter. Die vernachlässigen ihre Familie und Freunde und manche ziehen sich völlig von der Welt zurück. Ich glaube, eines ist sicher. Eisbär sieht, wo das hinführt. Wir müssen etwas gegen diesen Burrito unternehmen.